Zurzeit gibt es auf Tumblr ein Problem mit Pornbots, die einem die Timeline mit anstößigen Sachen vollspammen, selbst bei harmlosen Hashtags wie Jane Austen. Das ist dann meistens nur ein Bild von einer halbbekleideten Dame, die in einem völlig zusammenhanglosen Text beschreibt, was man denn voll Geiles an Videos sehen könnte, wenn man auf den angegebenen Link klickt. Habe ich natürlich gemacht. Und dann dachte ich, ach, das ist ja alles Englisch. Ich werde das mal von Google auf Deutsch übersetzen lassen. Und die Perlen an Porno-Video-Beschreibungen, die dabei rausgekommen sind, möchte ich euch nicht länger vorenthalten. Mädchen mit großer Brust fickt einen Stummel. Dieses süße Schulmädchen braucht ein Seil. Dreckiges Babe im engen roten Bikini lutscht zufällige Stangen. Sweetheart wird mit schockierenden Sextoys und Krügen gefoltert. Die junge Latina-Stunnerin Veronica Rodriguez schraubte in der Badewanne. Ficken betrunkene College Girls haben eine wilde Orgie-Party im Wohnheim. Asiatin gibt Kopf, riskanten öffentlichen Sex im Schnee und hat Spaß, bis sie von Wanderern erwischt wird. Mann, jetzt habt ihr die ganze Story schon verraten. Jetzt brauche ich das gar nicht mehr gucken. Ausgezeichnete, vollbekleidete Sexszenerie mit exzellenten Küken. Eurobabe auf Spycam, reingebumst. Glückspilzmuschi. Um des Orgasmus willen. Desi Ehefrau teilt sich von Stier und macht sie geil und sieht aus wie eine Schlampe. Homosexuell Flipflop. Oh, warte, da sind noch Hashtags. Hashtag König der Löwen 2. N mit großen Stuhl ficken. Hashtag Stolz und Vorurteil von 2005. Ich hab den Film ganz anders in Erinnerung. Brüsteschrank. Schwuler, heißer am Ende erreicht faszinierender und heißer Arzt einen hellen Orgasmus. Sie ist schwanger. Zahnbürste. Die klobige Oma. Hashtag Bestattung auf See. Big Ass Puma knallte richtig hart. Gefälschter Polizeipolizisten-Dreier. Klassische Porno-Lesben. Schönheit knallt ihren Muff. Unbezahlbare Arschfrau. Du bist so eine Arschfrau. Ich weiß nicht mal, was das englische Wort sein soll. Kannst du deine Amira Adara Anina Silk Misha Cross Rebecca Linares Hot Compilation Boss vertrauen? Ich weiß nicht, kann ich? Ist das ihr ganzer Name? Mein Vorname ist Amira. Den zweiten Namen habe ich von meiner Großmutter. Sexy Emo CD. Italienisches Camgirl wird wild und bricht sich den Arsch. Hashtag God of War Spoiler.